Konami, Adidas, Balls, Trademark und irgendwelche Informationen. Und die Havoc Engine ist auch mit am Start. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Pro Evolution Soccer 2016. Wir gucken uns mal die Demo an. Jawohl! Die Demo-Version von Pro Evolution Soccer 2016. Und ja, wir wählen natürlich das Heimteam, ist ja klar. Und das sind die Mannschaften, die man spielen kann. Juventus, AS Rom, Bayern München, Corinthians, ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe es. Palmeiras und Brasilien sowie Frankreich als Nationalmannschaften. Und wir spielen einfach, würde ich sagen, alle Mannschaften mal durch. Also Juve gegen AS Rom, Bayern gegen Corinthians. Ach ne, warte mal, das geht gar nicht, ne? Okay, warte, dann spielen wir auf jeden Fall ein Spiel mit den Bayern. Und zwar spielen wir mit den Bayern gegen Juve. Ja, warum nicht? Kann man machen. Stadion gibt es auch zwei Stück. Das ist einmal das Juve Stadium und das... ich mache hier alles mal auf Zufall, weil ich das Wetter ganz gerne klar hätte. Rasenlänge machen wir auch Zufall. Spielfeldzustand lassen wir normal. Jahreszeit lassen wir auch normal. Oder Zufall halt einfach. So, und das sind die zwei Arenen, die es gibt. Das ist einmal das Juve Stadion und das Corinthians Stadion. Wir nehmen aber jetzt für ein normales Spiel natürlich das Juve Stadium. Die ganzen Dingen sind alle noch auf Standard. Also das heißt, also die ganzen Mannschaften. Hier zum Beispiel spielt jetzt Schweinsteiger noch bei den Bayern. Ja, und so weiter und so fort. Und die ganzen neuen Spieler sind auch noch nicht da. Das heißt, wie zum Beispiel Costa ist noch nicht mit dabei. Und so weiter und so fort. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ich würde schon gerne Robben spielen lassen. Und zwar für Thomas Müller. Nee, oder? Also Götze rechts außen und... Nee, wobei, warte mal, Blödsinn. Müller raus und dafür Robben rein. Joa. Ich glaube, so möchte ich das. David Alaba darf von mir aus auch gerne spielen. So. Dann haben wir dann noch Benatia, Starke, Bernat, Martinez, Thiago. Ja, doch, ich glaube, Thiago. Und dafür geht Schweinsteiger ins ZDM. Ja, das klingt doch gut, oder? So, wie bestätige ich das jetzt mit A? Oder wie kann ich das denn jetzt bestätigen? Oder kann ich einfach auf zurück? Ah, das funktioniert. Okay, Spieleinstellung. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, das einzustellen. Ich habe mich über die ganzen Neuerungen, ehrlich gesagt, nicht informiert. Das heißt, ich weiß nicht, was hier jetzt genau neu ist, was hier genau so abgeht. Und man kann die Spiellänge mittlerweile einstellen in der Demo. Das ist ja geil. Wir haben uns bei dem anderen FIFA immer. Ich glaube, wir machen einfach mal 8 Minuten. 8 Minuten ist, glaube ich, gut. Anzahl der Einwechslungen ist normal. Spielermotion 1. Tagesform, das lassen wir auf Zufall. Verletzungen sind auch an Spielniveau. Ja, fortgeschritten ist, glaube ich, okay. Ich kenne Fußballspiele, aber ich spiele jetzt nicht so oft. PS, das ändert sich aber jetzt, denn es geht los. Wie gesagt, mit PES und ich habe keine Ahnung, was die Neuerung angeht, aber ich möchte einfach mal reingucken bei PES 2016. Denn ich habe so ein bisschen im Hinterkopf zu sagen, okay, ich möchte tatsächlich mal so eine Champions League Season mit PES spielen. Hier sind wir nun im Stadion der Juventus, beziehungsweise im Stadion von Juventus. Und auf den ersten Blick sehe ich, es sieht alles ein bisschen unscharf aus. Ja, das ist übrigens die Demo, da geht's jetzt wieder. Das ist übrigens jetzt die Demo von PES 2016 von der Gamescom. Also die konnte man tatsächlich am Stand bei Konami auch anzocken. Wurde jetzt heute veröffentlicht. Und dann dachte ich mir, machen wir nochmal ein kleines Gameplay zu. Drei Spielchen, bisschen ausprobieren, kann man mal machen. Hier, wie gesagt, die Zuschauer sehen alle so ein bisschen unscharf aus. Seht ihr das? So ein bisschen verwaschen irgendwie. Gut, das ist vielleicht noch Kantenklettung, die ein bisschen fehlt. Kann sein, dass das bei der neueren Version schon wieder anders ist. Die Präsentation an sich sieht ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Wir sind natürlich die Bayern von links nach rechts in den roten Jerseys. Und ich muss mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Robben. Das ist Dribbeln, das ist Sprinten. Schießen ist auf X. Und Passen, und Flanke ist auf B. Robben, oh. Chiellini. Was machen die denn da? Ringelpilz mit anpfaffen. Vorsicht. Oh, Lichtensteiner. Gut gemacht. Ah. Ja. Yo. Sehr gut. Ah. Oh. Oh, oh, oh. Robben. Robben. Ah, was war das denn? Alaba.
Nein! Oh, kein Foul. Boateng. Auch hier gilt, Boateng regelt. Das kann der auch bei PES. Ist gar kein Problem. Pogba. Oh, da war Majestätsbeleidigung. Gegen Pirlo, Morata. Pirlo spielt ja auch nicht mehr bei Juve mittlerweile. Schweinsteiger und Freistoß, sagen sie. Freistoß für Juve. Den macht Paul Pogba. Und er ist gut. Aber noch erst da. Pogba. Boateng ist da. Nein, was war das denn? Hä? Rafinha. Jo, Robben geht. Nein. Oh, Ballername. Sechs Sätzen. Ich finde, die Spieler laufen teilweise ein bisschen komisch, als wenn sie irgendwie Affen wären. So zwischendrin sehen die Animationen mal ein bisschen komisch aus. Aber so vom Gameplay her, muss ich sagen, spielt es sich ein bisschen frischer als die ganzen anderen PES-Teile. Wow! Ich hatte ja bei PS teilweise immer das Gefühl gehabt, ich würde ein altes PS von den PlayStation 2 Zeiten spielen, nur auf Next Gen portiert. Lewandowski. Er geht weiter. Das Ding ist noch heiß. Oh. Mein Captain. Ich muss halt sagen, auf den Rängen sieht es noch ein bisschen komisch aus alles. Lahm mit der Flanke. Oh, die ist nicht schlecht. Dante. Der spielt zum Beispiel auch noch bei Juventus, der spielt ja mittlerweile bei den Bayern. Der Vidal, gelbe Karte für Thiago, das war das erste größere Foul. Wir sehen das nochmal. Ja gut, das sieht natürlich schon ziemlich nice aus. Boah, ja, okay. Wobei ich sagen muss, also das sieht von den Models her ziemlich nice aus und die Präsentation an sich auch. Aber so von dieser Perspektive hier sieht alles so ein bisschen körnig aus. Als wenn da irgendwie noch was fehlen würde. Gucken. Schön. Mal gucken, ob ich meine Tradition wahren kann. Ich habe bei PES bis jetzt immer eine rote Karte gekriegt. In der Demo. In den ersten Spielen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das diesmal auch wieder hinkriege. So, Pass auf Lewandowski. Ja. Schade. Chiellini. Evra. Sehr gut. Kein Foul. Sehr gut. Schöner Zweikampf. Lewandowski. Lewandowski. Das gibt's nicht. Der Pass von Philipp Lahm, gute Ballannahme und dann mit links probiert das. Oder? Ist doch links gewesen. Ja, mit links. Ja. Oh, guck mal, Buffon. Und Dante mit dem Kopfballduell. Boateng. Yo, Robben. Oh, schade. Ich muss sagen, die Stimmung im Stadion ist auch super. Oh, Morata. Naja. Die Stimmung im Stadion ist auch echt gut. Das war ein Abwurffehler. Das macht die Unerfahrenheit halt eben. Ich muss sagen, die Stimmung gefällt mir sogar besser tatsächlich als in den FIFA-Stadien. Ja, man doch sie. Aufkommen! Unfassbar. Thiago mit einem Ballverlust. Kriegen wir. Schön dicht machen da, dann passt das. Wow. Easy, mein Freund. Schön. Und super gespielt, Götze. Mario Götze. Ach, was, Jubel? Cool. B. Mario Götze mit dem 1:0 für die Bayern in der 10. Minute. Ach cool, man kann mit seinen Fans feiern. Das ist ja geil. Gut, die Fans dahinter sehen halt irgendwie komisch aus, ne? Also für Next Gen ist das wirklich ein bisschen billo. Grafisch gesehen, aber natürlich sagen die Entwickler auch, schöner Pass von Thiago. Perfekt in die Mitte gespielt. Richtig nice. Und dann schöner Abschluss von Götze, schön ins Eckchen. So läuft es. Aber natürlich sagen die Entwickler auch immer, so eine Demo hat natürlich nicht die Endgrafik. Ich hoffe mal, da tut sich noch ein bisschen was auf den Rängen, weil das sieht schon ein bisschen, ja, billo aus. Mir kann keiner sagen, dass die Xbox One nicht mehr drauf hat.
Bei FIFA geht das ja auch. Verstehst du? Vorsicht, Vorsicht, Juve kommt. Über Lichtsteiner. Über die Außen. Alaba ist nicht dran. Alaba muss dran, Alaba hat ihn. Oh nein, Alaba mit dem Fehlpass. Schwiensteiger, verstößt denn da? Pogba. Und Neuer mit einer Parade. Also Juve macht nochmal auf vor der Halbzeit. Ah, verliert Schweinsteiger die Orientierung und dann ist Pogba da und ist bereit zum Abschluss. So, Rafinha. Spiel schnell machen, aber es ist Halbzeit. Wir führen 1-0 gegen Juventus Turin hier im Stadion, im Heimstadion von Juve. Und ich muss sagen, wie gesagt, die Spielermodels sehen schon wirklich richtig gut aus. Die Zuschauer und das Drumherum sieht komisch aus. Guck mal hier, das sieht im Hintergrund komisch aus. Das liegt auch nicht daran, dass ich zu nah dran sitze oder so. Es sieht schlicht und ergreifend irgendwie noch ein bisschen unfertig aus. Aber wie gesagt, das kann sich ja alles noch ändern natürlich. Wow. Jetzt muss ich auch mal darauf achten, dass ich richtig drücke. Beim Kacken. Nee. Beim Spielen. Robben. Schöner Pass. Robben. Götze. Buffon ist da. Schön. Götze. Ah. Schade. Ja, Lewandowski. 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 Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man trickst. Ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Noch ein Eckball hier mit Alaba. Oh, Rafinha, das ist deine Chance. Rafinha! Alter. Oh. Und, ui, Lewandowski. Ja, richtig krass, ey. Naja, und weit raus damit. Schön gemacht von Schweinsteiger. Oh, der kommt aber nicht durch. Schweinsteiger, super. Oh. Gut aufgepasst. Ich glaube, Chiellini war es. Alaba. Ja, da kommt Thiago nicht vorbei. Stark gemacht. Kein Foul. Thiago. Nein. Ich wollte mal versuchen zu tricksen, aber irgendwie geht's nicht. Ich krieg's nicht hin. Thiago. Oh. Guck mal kurz, wie man tricksen kann. Warte mal. Systemeinstellung? Nee. Befehlliste. Torjubel ausführen. Gemeinsame Steuerung für Sturm und Verteidigung. Fähigkeitensteuerung. Ballstoppfähigkeit. Körpertäuschung. Rechter Stick. Also hoch und runter und loslassen, oder was? Hä? Ich will mal ausprobieren. Tutorial oder einen Trainingsmodus gibt's leider nicht. Das gibt's dann wahrscheinlich im Hauptspiel. Muss ich dann auf jeden Fall mal reingucken, wenn ich das Ding in der Hand habe. Stark. Ach so. So funktioniert das. Okay, jetzt habe ich es einigermaßen hinbekommen gerade. Was? Das war doch kein Freistoß jetzt. Mal ernsthaft. Tevez. Neuer ist da. Schönen Ball zurechtgelegt und dann ist es Neuer mit seiner Pranke. Der den Ball dann noch rausfischt. Vorsicht, Eckball-Variante von Juve. Oh, Dante muss da sein. Dante ist da. Oh. Schöner Pass. Und jetzt Neuer. Robben. Oh. What the hell? Der ist auch gut, der Pass. Aber Boateng regelt. Und Lahm. Rafinha ist es. Oh, was denn? Robben versucht drauf zu gehen. Lewandowski ist mit am Start. Richtig guter Pass. Boateng ist noch dran. Alter, was war das denn, Junge? Alter, wie gefährlich war das? Alter, was? Das
So geht das, okay, warte mal. Alter! Yo! Stalose! Ups! Vorteil! Mal hier! Yo! Oh Gott! Ey, ganz ruhig! Schön von Schweinsteiger, komm! Auf da! Oh. Oh, komm. Schön. Hetze. Oh, Alter. Schön von Schweinsteiger. Komm, jetzt mal schießen. Schweini. Oh. Abseits von Robben. Ah, schade. Wenn der reingeht, ne? Würde ich gerne mal über den Torwart probieren, was der dann macht. So, 88. Minute. Wir führen immer noch 1-0. Relativ souverän. Oh, schöner Pass von Lewandowski. Aber Robben macht es wieder alleine. Mal wieder. Der alte Broski. Und es ist aus. Die Bayern gewinnen mit 1-0. Gegen Juventus Urin. Und Pirlo kann es nicht glauben. Boateng und Dante sind sich aber einig. Verschwinden jetzt gleich erstmal in der Dusche, in der Kabine. Und das war die erste Folge von Netztest Pro Evolution Soccer 2016. Ein komplettes Fazit gibt es dann in der dritten und damit auch letzten Folge von dieser Demo. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, seid ihr morgen auch wieder dabei. 18 Uhr, dann geht's weiter mit diesem Netztest. Und wir schauen einfach mal, mit wem wir dann morgen spielen. Bis dahin. Tschüss.